Ich begrüße dazu ganz herzlich meinen Kollegen Dr. Michael Judex. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich habe vergessen, mir den langen Namen des Referates, dessen Leiter Sie sind, aufzuschreiben. Aber vielleicht, dass Sie das kurz selbst erwähnen und wir dann eben auch auf diese Aufgabe kommen, die Drohnen im Bevölkerungsschutz. Ja, vielen Dank für die Einladung, auch hier mit dabei sein zu dürfen. Ich bin Leiter des Referates Grundlagen und IT-Verfahren im Krisenmanagement. Und wir haben mit vielen verschiedenen Organisationen Empfehlungen erarbeitet. Das sind tatsächlich Empfehlungen mit einem etwas komplizierteren Titel. Empfehlungen für gemeinsame Regelungen zum Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz. Hat zum Ziel, den Einsatz von Drohnen gerade in Katastrophen und Krisenlagen sicherer zu gestalten. Es ist ja so, rechtlich dürfen die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Drohnen einsetzen. Das ist in der neuen Luft-VO seit 2017 so geregelt. Das ist aber sehr freilassend. Da steht im Prinzip nur drin, ja, das ist möglich. Da steht aber nicht drin, wie der konkrete Einsatz dann eben ablaufen soll. Und insofern bestand die Notwendigkeit, sich zu überlegen, nach welchen Mechanismen und Verfahren kann denn ein Einsatz oder die Nutzung von unbemannten Fluggeräten an einer Einsatzstelle in einer Katastrophenlage möglichst sicher gestaltet werden. Und das Bundesministerium des Innern hat uns dann beauftragt, gemeinsam mit verschiedenen Hilfsorganisationen, den Feuerwehren, Ländern etc. Eben solche Einsatzgrundsätze zu erarbeiten. Und da haben wir uns dran gesetzt, haben alle Hilfsorganisationen eingeladen und auch weitere Experten aus der Luftfahrt und haben eben geschaut, was müssen wir tatsächlich denken. Und jetzt findet man eben in den Regelungen Aussagen und Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, zur Einsatzorganisation, also Einsatztaktik beispielsweise, aber auch zur Ausbildung. Und das Ganze ist dann noch angereichert, weil wir hatten zum Ziel, es möglichst praxisrelevant zu machen, ist angereichert mit Checklisten und Beispiel für Gefahrenabschätzung und so weiter. Und das heißt, da wird ja jetzt auch geregelt, wie und wann, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen Drohnen im Bevölkerungsschutz in Einsatzstellen eingerichtet, also eingesetzt werden können. Aber das ist ja auch so, wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Weil Einsatzstelle ist ja nicht gleich Einsatzstelle. Also hier haben sie einen Großbrand, hier haben sie vielleicht eine Verschüttung oder einen Murenabgang oder ähnliches. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn verschiedene Einsatzkräfte eben mit Drohnen an einer Einsatzstelle arbeiten? Also die ganz konkrete Ausgestaltung obliegt natürlich dann dem entsprechenden Einsatzleitung und dem Drohnenteam. Und eingesetzt werden können Drohnen ja zu ganz vielfältigen Zwecken. Drohnen sind zunächst mal sehr gut darin oder gut dafür geeignet, Luftbildaufnahmen zu machen. Gerade wenn man jetzt eben eine unübersichtliche Gefahrenstelle hat oder Einsatzstelle hat, eignet sich Drohnen sehr gut, um Luftbildaufnahmen oder auch Filmaufnahmen zu machen. Aber, und das ist eben auch das Spannende an diesem Gerät, Drohnen lassen sich für viele weitere Zwecke auch einsetzen. Beispielsweise kann man mit Drohnen eben auch Dinge transportieren. Also es gibt hier schon sehr erfolgreiche Versuche, medizinische Proben zum Beispiel von einem Krankenhausstandort zu einem anderen Krankenhausstandort oder zu einem Labor zu transportieren. Man kann mit Drohnen eben auch Kommunikationsstellen überbrücken. Das heißt also, gerade wenn ich auf große Strecken kommunizieren muss oder wenn ich eben gar keine Kommunikationsmöglichkeiten habe, wie zum Beispiel auf der Hohen See, kann ich mit einem entsprechenden Fluggerät da Kommunikationsstrecken überbrücken. Und es gibt auch ganz andere Ideen, die dann noch viel weiter gehen. Zum Beispiel kann man Drohnen auch mit Lautsprechern bestücken oder mit Beleuchtung und kann sie sozusagen zu einem multifunktionalen neuen Einsatzmittel dann ausbauen. Unter anderem zum Beispiel mit Lautsprechern, dass man dann eben auch beim Warntag auch noch Warnmeldungen weiter verbreitet. Zum Beispiel, genau. Ja. Und Sie haben doch den Einsatz von Drohnen ja mal an einer Einsatzstelle erprobt.
Genau, also wir haben tatsächlich dann mit den verschiedenen Hilfsorganisationen das auch mal ganz praktisch ausprobiert. Insbesondere wenn wir eben nicht nur ein Drohnenteam mit einem Gerät, ich habe ja mal so ein Beispiel hier mitgebracht, ich weiß nicht, ob man sieht, doch man sieht es. Und spannend wird es natürlich oder besonders herausfordernd, wenn man dann eben zwei oder drei Teams hat mit zwei oder drei Geräten, die gleichzeitig fliegen. Das haben wir tatsächlich eben auch beschrieben in unseren Regelungen, worauf man da achten muss. Und wir haben das auch mal ganz praktisch erprobt und daraus ist dann ein kleiner Film entstanden, der ganz allgemein das Thema Drohnen und die Mehrwerte mal ein bisschen beleuchtet und den gucken wir uns jetzt an. Heute den Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz testen, zusammen mit einer Rettungshundestaffel, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Feuerwehr und den Maltesern. Leicht einsetzbar und sie sind in Bereichen einsetzbar, wo man Menschen nicht in Gefahr bringen muss. Wo ein Hubschrauber nicht mehr fliegen kann, weil einfach die Sicht nicht gegeben ist, die Wolkenuntergrenzen da sind, wo es viel zu eng ist, wo man damit erkunden kann in schwierigen, in gefährlichen Bereichen und ganz schnell auch wichtige Informationen bekommt. Ja, mehr als spannend, mehr als spannend. Es kam jetzt auch zwischendurch schon die Frage, irgendwie, was kostet denn so eine Drohne? Also, ich sag mal so, Drohnen von der Stange, wenn ich das so einfach sagen darf, wie jetzt die hier, die kriegt man für 2.000 Euro plus minus. Wenn man aber tatsächlich jetzt in den professionellen Bereich geht, muss man schon tatsächlich mit einer fünfstelligen Summe rechnen, weil da gehört dann nicht nur das Gerät dazu, sondern eben auch die Fernbedienung, Ersatzakkus und so weiter und so fort. Und was tatsächlich auch durchaus teuer werden kann, die Sensorik. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wäre mal ein Thema vielleicht für eine spezielle Unterhaltung. Ja, dann machen wir irgendwie, dann machen wir doch tatsächlich mal eine eigene Sendung zu, dass wir darüber sprechen. Ich glaube nämlich, das kann man noch sehr weit ausführen. Aber jetzt nur noch ein kurzer Blick in die Zukunft und dann wären wir leider heute auch schon am Ende unserer Sendezeit für das Thema Drohnen im Bevölkerungsschutz. Ja, wir sind jetzt ganz froh, dass wir tatsächlich die Empfehlungen gemeinsam verabschiedet haben. Die gibt es jetzt tatsächlich auch seit kurzem als schöne Druckversion. Das heißt, wenn hier Bedarf besteht, dann kann man die über den Bestellservice über unsere Webseite bestellen. Und jetzt sind wir ganz gespannt. Jetzt müssen wir erstmal Erfahrungen sammeln. Das ist relativ auf der grünen Wiese entstanden. Es gab keine Vorlage dazu. Und insofern wollen wir dann nächstes Jahr in eine Evaluierung einsteigen und
wollen schauen, wie sind die Erfahrungen damit, an welcher Stelle hat es tatsächlich bisher sehr gut geklappt, an welcher Stelle muss man vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Und das ist das Programm für nächstes Jahr. Wir sind schon da sehr gespannt drauf. Vielen herzlichen Dank, Judex, und alles Gute auch für die Pläne. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und vielleicht, dass wir uns wirklich mal an einer anderen Stelle näher unterhalten. Danke sehr.